Genau. Bei mir am Telefon ist der Matthias Sanniker. Hallo Matthias. Sorry, André, hoi. Jetzt sag mal, was hast du genau gewettet und warum machst du einen Wett, den du verlierst? Ich habe ja nicht gehofft, dass ich verliere, aber das ist halt, ja, wenn man da in einem Glas Schäumli-Pflümli oder so in den Fankurven hockt, dann ist es halt normalerweise so, dass man das manchmal ein bisschen locker mit dem Uhrwerk ist, und dann habe ich die Wette abgeschlossen, dass der Gärtner einmal zum, wenn der Gärtner einmal zum Essen würde wechseln, dann würde ich auf Bern laufen. Von mir zuhause im Kanton Aargau los, und ja, jetzt hat er auf Bern gewechselt, und letzte Saison ist noch ein bisschen rausgeschrieben, aber eben auf diese Saison haben sie dann gesagt, jetzt gibt es kein Pardon mehr, jetzt musst du es durchziehen. Aber wie kommt man darauf zu sagen, hey, ich laufe am Match? Ja, kann ich irgendetwas sagen, was gefunden haben. Ja, das ist in Ordnung, oder? Also, es ist halt wirklich einfach eine Jugendidee von mir selbst gewesen. Ja, jetzt büsse ich halt ein bisschen dafür, aber ich konnte es in eine gute Form können umändern. Also, wo ich selber in einem Tag auch noch durchziehen kann. Was wäre denn passiert, wenn du die Wette gewonnen hättest? Was hätten die anderen müssen machen? Ja gut, da hätte ich noch immer warten müssen, weil der Gardner spielt ja hoffentlich ein paar Jahre, und von dem her ist die Wette halt auf ein paar Jahre rausgeschoben gewesen. Also, hast du sogar einseitig linken, oder? Kann man sagen. Ja, also eigentlich ist die Chance groß, dass ich eines Mal wieder verlieren. Genau. Gut, jetzt Gut, ist ich habe ja gehofft, dass er eines Mal zu Bern wechselt. Also, das ist ja nicht das, weil es war dort, wo er gerade zu Zürich gewechselt hat. Das war im Halbfinale, wo es gegen Lugano gespielt haben und nachher rausgefallen sind. Dort ist gemunkelt worden, wo Walter Rett, habe ich das eben gesagt, habe ich gehofft, er würde jetzt sogar zu Bern wechseln. Ich habe das eigentlich aus der Hoffnung rausgemacht. Ich habe nicht gedacht, dass sie das ernst meinen und das durchziehen. Aber ja, jetzt ist es so weit gekommen. Jetzt ist aber, sie sind so weit nett gewesen, deine Kollegen und Freunde, dass sie haben gesagt, du musst jetzt nicht eine Woche lang unterwegs sein, weil du zu Fuß von Würde los auf Bern in PostFinance Arena, das wäre ja wahrscheinlich schon etwa ein 3-Tages-Marsch oder so. Du kommst jetzt aber nicht zu Fuß den Samstag am Match, sondern du darfst mit dem Velo kommen. Richtig, jawohl. Ich konnte das können umändern. Also ich habe gesagt, ja, aber hey, laufen im Winter ist eine Uhr lang. Weil eigentlich hätte ich das dann im Sommer gemacht, aber im Sommer ist er ja unter Umständen nicht um und so weiter. Und ich denke, mit dem Match verbinden wäre das optimal. Dann haben sie wirklich gesagt, ja gut, also mit dem Velo. Aber dann musst du wirklich das Ganze in den Sponsorlauf umwandeln und so Massive Future zu gut kommen lassen. Genau, das ist jetzt eben sogar noch der gute Zweck, den du aus dieser Verlohnung wegschlägst, oder? Also alle, Richtig, du lässt dich von Kollegen und Bekannten und überhaupt SCB-Fans sponsern für diesen Weg mit dem Velo. Und das kommt dann wem genau zu gut? am Massive Future vollumfänglich. Okay. So, dass es noch ein paar Nachwuchstalente gibt beim SCB. Ja, das sind ja jetzt die Menschen ja ein mit dem Werbmin und mit dem Derbci und ganz Konsorten Berger und so weiter. Und ich hoffe, dass es ein paar mehr von denen gibt. Und man denkt, das ist. Dort gibt es auch ein paar Fans, die momentan vielleicht ein bisschen hässlich sind, wie Bern spielt. Sie sagen, ja, die Junioren, die geben ja Vollgas, und die können wir unterstützen, oder? Genau. Jetzt, wenn man die auch noch unterstützen will, bis am Samstag, was muss man machen? Ja, eben, es gibt noch die Firmen, die Westside zum Beispiel hat mich da bereits unterstützt mit der Jacke, wo ich mit ihrem Symbol sicher im Kanton Bern die ganze Zeit wird umeinander fahren, mit dem Westside-Schriftzug hinten dran. Aber eben, da gibt es auch eine andere Möglichkeit, wenn eine andere Firma zum Beispiel sagt, ja, Trinkflaschen oder so, wo ihr das Logo drauf steht, oder ja, in so Formen, oder bei mir selbst, Verpflegung und so weiter, das kann man natürlich auch unterstützen. Da habe ich jetzt von meinem Depot, ich arbeite, dort, die Ladies, dort, wo wir mit mir zusammen arbeiten, die haben auch noch irgendetwas ausgeheckt, wo ich dann wieder dran habe. Ja, genau, in dieser Form kann man mich selber sicher auch unterstützen, ja. Wie kommt genau. man eigentlich drauf, SCB-Fan zu sein, wenn man im Kanton Aargau in Würenlos wohnt? Ja, man hört es nicht, aber ich bin eigentlich Berner. Also, ich habe Heimatort, Kanton Bern, und meine Mutter kommt von Frutigen, vom Berner Oberland. Und ja, ich bin seit ich mich noch zurück erinnere, bin ich SCB-Fan. Am Anfang habe ich das Ganze nur durch die Zeitung und das Ganze können mitverfolgen. Und dann irgendwann ist dann der Tag gekommen, wo ich durfte, einen anderen Match schauen. Ja, dazu machen wir gegen Herisau. Ja. Und seitdem hat es dich nicht mehr losgelassen, hä? Nein, wir nicht mehr losgelassen. Sonst, von diesem Platz bin ich mittlerweile und am Anfang auf dem Stehplatz die ganze Zeit. Also seit x Jahren, genau. Itze, wie hast du dich vorbereitet für die Velotour Würenlos PostFinance Arena diesen Samstag?
Ja, viel trainieren natürlich. Weil einfach so schnell 100 Kilometer, ja, das würde nicht gut reinkommen. Extra noch ein neues Velo posten, dass wir schnell vorwärts kommen wollen. Nein, gut, ich habe sowieso ein neues Velo, aber ich habe gefunden, jetzt muss ich gerade, es ist gerade ein guter Zeitpunkt, und das Modell rührt jetzt aus, und ich fand jetzt leistest du das. Und ja, jetzt habe ich einen schönen Renner unter mir, und mit dem komme ich ja schnell vorwärts, und ja, kommt gut. Und jetzt habe ich auch noch zwei, drei Stopps, die ich dazwischen einlege, wo man also auch könnte, für die verschiedenen Fans, und dort wollen überprüfen, ob ich wirklich fahre, dort sieht man mich sicher, oder dort werde ich kurz warten und einen warmen Tee trinken, oder irgendwie etwas. Und Bern natürlich dann etwas anderes, aber genau. Aber ja, kann man auch viel recht vorbereitet jetzt, dass ich auf Bern komme. Wie sieht der Fahrplan aus? Wann fahrst du ab bei dir in Würenlos und wann bist du schlussendlich in der PostFinance Arena? Also abfahren in Würenlos tue ich eigentlich am 11. Dann mache ich den ersten Stopp in Lenzburg, im Kanton Aargau. Dort ist auch meine ganze Uni-OK-Fraktion, die dort als erstes in Empfang nimmt. Und man eben einen warmen Tee dann spendiert. Dann geht's wieder auf Auftreiben. Da bin ich etwa um die halbe zwei rum. Dann, kurz vor der drei, spätestens sollte in Koppigen sein. Dann kurz vor der vier in Zollikofen, spätestens. Und, ja, etwa halbe fünf umeinander sollte ich etwa in der Postfinale ins Rudel einfahren. Genau, aber das sind halt zeitmässig ist alles ein bisschen vage. Ich weiß nicht, wie schnell dass ich vorwärts komme, wie langsam dass ich vorwärts komme. Ich weiß nicht, dass wir jetzt vertätschen. Keine Ahnung, was jetzt alles passiert auf dieser Fahrt. Ja, aber um die halbe von uns herum sollte ich bei der Postfinale drin sein. Und dann bist du hoffentlich nicht so kaputt, dass du nicht mehr mitbekommst vom Match, gell? Ja, den muss ich sehen. Wenn ich in der Freiburg, das ist ein Highlight, oder? SCB Freiburg. Genau, SCB Freiburg-Gotteron ist näher am Abend. Was machst du gegen Muskelkater? Ja, das Herzkindol, oder? Nicht gegen alles. Und das Schäumli-Pläumli natürlich. Das ist speziell, ist das gut, oder? Und dann am nächsten Tag ein bisschen Zaun oder so. Gut. Aber die Schäumli-Pläumli gehst du erst, wenn du in der PostFinance-Arena bist. Ja, selbstverständlich. Sonst gibt es da so eine Schlangenlinie, die du fährst mit dem Renner. Nein, das lassen wir bei der PostFinance-Arena. Das gehört da. Wie sieht es aus? Hast du im Gegenzug jetzt schon mit deinen Kollegen etwas gewettet, was sie verlieren? Ja, mein Kollege, der das Ganze organisiert, hat einiges mal geplant in der PostFinance Arena. Und das ist auch so, was dort wird passieren. Und ich komme ja auch noch, dass das ob ich zahle oder ob ich zahle, das weiß ich nicht, aber das Leibli vom Garmin komme ich auch mit Unterschriften. Und zwei, drei Sachen werden auch dort gemacht. Und schon nur, dass ich das, also eigentlich macht es mir ja Spass, nur dass ich das gemacht habe, ist schon cool. Und ich bin jetzt auch mit dem Marc Weber zum Beispiel in Kontakt gekommen vom SB Future. Und ja, das sind, gesehen, hast du mal richtig gehört, dass du gerade etwas Aufsicht machen mit dem Mann, die ganze Sache. Das ist natürlich, ja, das ist auch cool. Genau. Und vor allem von dem her erwarte ich gar nicht mehr zu viel. Es macht mir schon Spass, nur an sich. So. Gut, und dann tust du in Zukunft aber ein bisschen vorsichtiger wetten, oder? Ja, es war eine Lehre gewesen, ja. Gut, können wir das ja sogar noch weiterführen. Ich weiß auch nicht, ob sich da draußen sogar der Future da wird oder so. Und dann vielleicht können wir das nächste Jahr zwei, drei mit. Und dann lade ich mich vielleicht wieder dazu einreißen, das zu machen. Oder? Das wäre ja auch noch witzig. Und dann ziehen wir es erst einmal allein durch. Genau, und dann wäre sogar aus einer Verlohnung Wettner sogar eine feste Institution geworden, die so einem SCB-Nachhol zu gut kommt. Hey, wunderbar. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser Aktion. Ich wünsche dir, dass du keine Panne hast, keine Velopanne. Du wärst für das eigentlich vorbereitet, für Panne? Ja, ich habe sogar zwei Autos von mir begleitet und dort ist sogar noch ein Ersatzvelo dabei und ich habe etwa vier Schleichen dabei und die Engines am Pullen und so weiter. Nein, das ist auch kein Problem. Irgendwie komme ich auf Bern, wenn ich es will, dann am Schluss noch prägen. Also auf Bern komme ich. Dort werden wir mich antreffen. Genau. Super Aktion. Zwei Daumen hoch von Seite von Energy Bern. Und ja. Ich glaube, haben wir alles besprochen. Oder hast du noch auf etwas nicht können eingehen? Ich würde einfach gerne noch schnell zwei Denken aufbrechen, die von Seiten vom SCB, dass ich den sicher schon mal aufgebrochen habe. Wenn das möglich ist. Rolf Bachmann vom CEO vom SCB, der eigentlich das Ganze koordiniert hat.
der auch sehr offenes Ohr hatte und ja, die Türen des SCB geöffnet hat und natürlich am Marc Weber, Geschäftsführer von Man in the Future, wo dort auch von Anfang an mit Begeisterung dabei war und mich voll unterstützt hat und mir auch zwei, drei Kontakte noch eröffnet hat von anderen Firmen, die jetzt auch mit Westside aufgesprungen sind und so weiter. Wo echt coole Sachen ist und natürlich auch mein ganzes Staff und meine Betreuung, die mich da wird führen, den ganzen Tag.